So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Metze League One, also Metze Power League. So haben wir es ja genannt. Ja, und wir legen hier los. Mit der Beste, Ending natürlich, ohne ihn geht es nicht. Ja, ohne mich geht's nicht, finde ich schon. Ja, drittes Spiel in der ersten Runde. Da ist er! Im Vorbereitungsspiel nichts gezeigt. Da ist man ja kläglich untergegangen. Gegen Perth, glaube ich. Kurz aussetzt. Ja. Unter Kontrolle nicht das, was ich machen wollte, glaube ich. Aha, Rebic. Ah, Schul schlecht mitgenommen, aber ist noch dran. Oh. Oh, schön. Puh. Nein! Oh. Sehr stark. Oh. Ah ja, war auch das erste Tor in der ersten Halbzeit übrigens. Haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Stimmt. Jetzt aber. Aber jetzt. Huh. Didic. Vorlage Dolberg. Ja, und ein neuer ist dabei, den haben wir hier komplett vergessen zu erwähnen. Bei mir auch. Jetzt am Ball. Schmiedebach. Na, Schmiedebach neu bei den Grazern. Oh. Alter. Oh. Danke. Danke. Da war ich jetzt irgendwie zu überrascht. Ja, mal schauen, was ich euch den neuen präsentieren kann. Ah, schade. Spielt der überhaupt? Den habe ich doch aufgestellt, oder? Arme haben wir es nicht geschafft. Probieren wir es gleich ein zweites Mal. Das muss ich echt nachschauen, Alter. Ja. Nein. Alter, was ist da jetzt wieder? Nein. Das verstehe ich nicht. Die Aufstellung ist total für den Arsch wieder. Aber dabei ist bin bei ich erfolgreich. Nein, das ist mir aufgefallen, das ist nicht nur bei Innsbruck. Wenn ich habe sowas noch nie gehabt, ich weiß nicht, was das dann ist. Machst du zwei Taktiken oder so, dass das dann immer irgendwie das nicht checkt oder? Ich muss die, glaube ich, löschen und neu anlegen nochmal.
Also bei einer vorhandenen. Das verstehe ich hab ich das verstehe ich aber nicht. Ich habe wirklich das noch umgestellt und habe den Neuzugang dazugeben. War alles Palette. Und jetzt auf einmal ist die Aufstellung aber komplett anders. Spieler, die ich vorhin hinzugefügt habe, sind nicht da. Dafür andere, die ich nicht hinzugefügt habe, sind drinnen. Oh, schon. Oh. Delic. Kerschbaum. Somit tut mir leid, lieber Trainer. Ich kann echt nichts dafür. Ich habe sie echt hinzugefügt. Ich habe es echt so gemacht, wie ihr es wolltet. Aber irgendwas haut da nicht hin. Das ist mir auch schon aufgefallen, wie ich bei der Austria den. Oh. Wie ich bei der Austria den neuen geholt habe, war die Aufstellung danach. Ich habe es abgespeichert, so wie es richtig war. War die Aufstellung danach auch wieder sowas von für den Arsch. Verstehe nicht. Ich auch nicht. Kann ich auch wirklich nicht helfen, ich hab sowas wirklich noch nicht gehabt. Somit tut mir leid, Neuzugang kann nicht präsentiert werden. Wie wechseln wir hier jetzt? Du hast nichts gezeigt, du gehst raus. Und dann bleiben wir so. Drum, ich weiß nicht, was ich da pfuscht habe. Tut mir leid, Leute. Tut mir echt leid für das erste Match da. Ich kann jetzt nichts mehr ändern. Daran. Ja, schon. Boah, das war zu viel. Nein! Das war zu viel. Hätte ich doch mit dem schießen sollen, mit Fischer. Ja. Hat mich zwar auch überrascht, der Pass, aber da waren zwei Leute. Das war gut abgesichert. Weil ich habe noch gesehen, der Tormann ist weg. Na eben, aus dem Grund habe ich ihn rausgeschickt, weil ich gewusst habe, es sind drei Verteidiger, also wenn da noch wer drankommt, wird der Torhüter auch nicht mehr viel machen können. Ah, schon. Oh, Schimpi. Danke. Uff.
Oh, Entschuldige. Kann man ganz. Eigentlich wollte ich das machen, nachdem er abgeschlagen hat. Dann geht er nimmer sicher und nehmen den Ferrari raus mit der Gamekarte. Ja, Sturm sollte mal nochmal auch zu den Favoriten zählen. Bin aber nicht so ganz glücklich irgendwie mit dem Kader. Nicht? Na, nicht. Irgendwie fehlt es da was. Deswegen, Perth Glory hat es nicht geklappt. Jetzt eine gute Revic-Aktion hat gereicht, aber sonst fehlt mir da das. Das ist mehr Mittelfeldgeplänkel hier. Revic. Er ist der einzige Star eigentlich hier. Ja, Peter Der Schumi Häusner. gefällt mir auch eigentlich. DDU! Nein. Ja, Dedic, sehr stark. Generell, Innsbruck präsentiert sich auch besser. So, nicht so wie der Trainer die Aufstellung gemacht hat, sondern wie sie durch Zufall entschieden wurde. Na, da wissen wir ja, wer schuld ist. Oh, das war schon Dedic. Ja, die Trainer, Dedic gibt den Trainern ordentlich was zu denken. Wieder Dedic. Er merkt, dass er aufs Abstellgleis kommen wird unter Umständen. Oh! Ah, das ist zu weit, das ist zu weit, das ist zu weit, in der Ränder nicht, in der Ränder nicht. Nein! Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank. Oh mein Gott. Da wäre jetzt Zeit gewesen. Oh. Ja, trotzdem kann er fast nicht mehr. Es steht vielleicht das erste Unentschieden im Haus. Außer ein Last-Minute-Treffer entscheidet über die hier. Das mit der Aufstellung muss ich mir dann nochmal anschauen. Das ist mir unbegreiflich. Na, das hätte ich schneller abgemüssen. Das hätte ich gewusst. Ja, da haben sie euch jetzt gleich hinter dem Flachspieß. Oh. Ja.
Kann man leben damit. Ja, nächste Fall, ja. Alter Vater. Na gut, 1-1. 1-1 kann man gut leben damit, sage ich mal. Graz holt den Punkt. Ja, normalerweise müsste es heißen, Innsbruck holt einen Punkt. Ja, irgendwas habe ich da, oder habe ich da was verpusht bei der Aufstellung? Ich weiß es nicht, irgendwas. Ich muss mal da wirklich... Ich glaube, ich muss wirklich die vorgefertigte Aufstellung löschen und eine normale machen. Bei der normalen Aufstellung das alles noch mehr anlegen. Ich glaube, da komme ich immer durcheinander sonst. Ja, Delic, sehr auffallend heute. Hätte vielleicht schon früher klar machen können. Und ich sehe da, wem der auf Start gedrückt hat, unabsichtlich. Also ja. Okay. Sorry. Ja, das war ja ganz wichtig. Man muss aber sagen, Innsbruck hat sehr viele Offensivmöglichkeiten gehabt. Ja, war die spielbestimmende Mannschaft hier daheim gut aufgezeigt. Das sieht man, das war eine Grazer Bestmöglichkeit. Dass das nicht ihr Spiel wieder mal war. Dann da richtig Glück. Aber auch den kann man nicht platziert verwandeln. Ja, es bleibt beim 1:1. Das hast du entschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, dran, mach's gut und ciao. Ja, hier ist es unentschieden.